Bitte, das ist Tutorium Nummer 5, die allgemeinen Vektorräume. Allgemeine Vektorräume war das Thema dieser Woche, über das ich heute noch träume. Dabei ist doch alles wie gewohnt, gesucht ist der Kern, der in dem U-Bildraum wohnt. Und ja, das Bild ist noch ein Teil von dem Bildraum, wie der Knoten in dem Seil. Jetzt wird mir klar, lineare Algebra ist geil, sauge all das Wissen auf, SpongeBob-Style, egal. Ob Matrix, Polynom, dazwischen gibt's ne Zuordnung, wie kein AIDS zu Kondom. Und manchmal ist diese auch linear, dann ist die additiv und homogen wie Wodka Cola. Zusätzlich den Satz der Dimension anwenden, wie bei Romeo und Julia, was getrennt erscheint, verbinden. Also, die Dimension vom Urbildraum ist Dimension von Kern plus Bild, könnt ihr mir vertrauen? Ich denke, eines wird jetzt klar, auch wenn sie nicht gleich aussehen wie die Kopien von Tenshin Han, haben Vektoren, Matrizen, Polynome, Charakteristika, gemeinsam gehören zusammen wie die Verspätung zu der Bahn. Nun ja, das war's auch schon gewesen, ich hoffe ihr genießt das Leben, seid nicht die ganze Zeit am Lesen und könnt trotzdem jeden Fachbegriff aufzählen. Ein Wort entfällt für euch, das nanntet ihr mal aufgeben. Danke.